Hallihallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Dig or Die. Ich habe mich ein wenig vorbereitet. Ich habe ja, ich wurde gefragt, ob ich denn nicht mal eine Base bauen kann, die uneinnehmbar ist. Das ist hier, ich meine, die hier ist zwar recht groß und so, hauptsächlich wegen dem Wasservorrat, aber ansonsten taugt die auch nicht so viel. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht mal eine uneinnehmbare bauen könnte. So, jetzt habe ich mir überlegt, zuerst hatte ich mir überlegt, das Ding irgendwie auf den Vulkan zu bauen. Da können die Mobs ja nicht von unten kommen, zumindest nur durch den Spalt in der Mitte. Was mich herzlich wenig stören würde, das könnte man gut abschotten, aber ich weiß halt auch nicht, ob der Vulkan vielleicht nochmal ausbricht. So, und wenn der sich entscheiden würde, hey, ich breche nochmal aus, dann, ja, hätten wir ein Problem, würde ich sagen. Und da habe ich keine Lust drauf. Und dann habe ich mir überlegt, warum bauen wir denn nicht einfach rechts von unserer aktuellen Base, also rechts vom Wasservorrat, was hin? Ja? Das wäre doch eine Möglichkeit. Weil da kamen die Mobs nämlich immer her. Das war das aktuelle. Okay, das sieht ziemlich scheiße aus. Aber egal. Ich will das zuhaben. Das war aktuell immer das Problem, dass die von hierher kamen, die Drecksviecher, ja. Und mir alles zerschossen haben. Und übrigens, wie ihr hier gerade seht, hier war überall Lava. Überall. Also die Lava war nicht nur, sondern auch hier, ne? Also die war nicht nur rechts vom Berg, sondern auch hier. Und während ich so am Farmen war, gestern, vor der Aufnahme jetzt hier, habe ich auch ein bisschen Lava hier gesehen. Also es ist, die ist wirklich überall hingekommen. Oh. Huch, das wollte ich nicht. Needs a bit repair. So, auf jeden Fall, Moment mal. So. Ja. Okay, wir müssen hier überall, also hier muss... Ah, ups. Das hat weh. Also ich habe mir auf jeden Fall überlegt. Da drin kann nichts spawnen, ja. Da drin, also hier im Wasserreservoir kann nichts spawnen. Ich habe mir echt überlegt, das wäre ein ganz guter Spot eigentlich. Weil hier kann nichts spawnen, da kann nichts spawnen. Das heißt, nur hier unten könnte was spawnen. Oh, und ich töte mich gleich selber. Ich bin so schlau. Das wollte ich auch nicht. So, dazu müssten wir aber das hier auch alles wegmachen. So, von hier oben wird es auch schwer, dass die Mobs durchkommen. Das können wir eigentlich lassen. Das ist gehärtete Lava. Aber die wir selber noch abbauen können. Die ist allerdings so hart, da brauchen die Mobs ein Weilchen, bis sie durchkommen. Ich muss nur den ganzen anderen Scheiß hier wegmachen. Ich wollte eigentlich eine... Jetzt fange ich schon wieder an, hier so größenwahnsinnig zu werden. Ich wollte eigentlich eine ganz kleine Base bauen, weil das viel leichter ist, die zu beschützen. Ich mache das hier eigentlich nur, dass ich überall die Beton-Hintergrundmauern hinsetzen kann. Denn die, wisst ihr ja, ne? Die sorgen dafür, dass die Mobs da nicht spawnen können. Und das ist ganz wichtig. Denn hier dürfen keine Mobs spawnen, zumindest nicht im direkten Umfeld von meiner Base. Einfach, dass wir ein bisschen Vorlaufzeit haben für die Türme oder so, oder beziehungsweise, dass die Türme das Zeug rechtzeitig abfangen können. Ich habe, wie gesagt, ich habe ein bisschen gefarmt. Und zwar nicht nur Erde und so ein Dreck, sondern ich habe schon ordentlich gefarmt. Ich habe jetzt 3 Thoriumreaktoren für ein bisschen Stromerzeugung und so, ne? Ist ganz geil. Das heißt, ich kann bis zu 15 Kilowatt damit erzeugen. Ist jetzt auch nicht so übermäßig viel, aber... Es ist doch einiges. Und es braucht ja auch nicht jeder Turm. Strom. So, genau. Wo ich nicht weiß, ob ich genug habe, ist Reparaturtürme. Das ist ein bisschen mager ausgefallen. So, hier weiß ich noch nicht, wie ich das machen soll. Hier müsste ich eigentlich. Ja, lass mich hier weg. So, hier müsste ich eigentlich dann mal gucken. Aber wir müssen das muss alles weg. Die buddeln sich durch Erde wie durch Butter. Ach übrigens, das Wasser läuft hier nicht mehr ab, ne? Habt ihr vielleicht auch schon festgestellt. So, ich weiß, das ist ein bisschen blöd jetzt hier. Das dauert wieder ein bisschen. Ich hatte eigentlich vor der Aufnahme, hatte ich was ganz anderes gedacht, wieder was ich machen will. Und jetzt, wo ich das hier wieder so sehe vor meinen Augen, da werde ich schon wieder, da packt es mich schon wieder und ich will... Ich weiß, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das Herz des, oder die Herzen des seltsamen Steines oder sowas. Ich weiß, das brauchen wir immer noch. Aber bevor wir jetzt die Rakete fertig bauen, ich weiß übrigens auch noch gar nicht, wo ich das herkriege.
Bevor wir jetzt aber die Rakete bauen, will ich doch mal noch die Base dann für euch bauen. Es hat übrigens einer, der Dennis war das, glaube ich. Ja, hier ist Lava. Oder wie ist das? Oder wie sehe ich das? Ich will da jetzt nicht... Auf jeden Fall, ich glaube, das war der Dennis. Schlagt mich bitte, wenn das nicht richtig war. Okay, hier muss ich aufpassen. Auf jeden Fall, der hat anscheinend... Also, er hat mir geschrieben, er hat meine Base... Er hat sich durch meine Base inspirieren lassen und hat mir Bilder davon geschickt, wie er seine Base dann ausgebaut hat. Noch, also... Er hat meine Base als Inspirierung genommen und hat daraus dann noch eine uneinnehmbare Base gemacht. Und das, also Respekt, ja, war schon wirklich sehr geil gemacht. War schon wirklich sehr geil gemacht. Wir machen jetzt mal hier kurz Folgendes. Ich nehme mal hier die Betondinger weg. Und mache da eine Reihe Dingens hin hier. Komposit. Ups, jetzt habe ich die anderen. Ach so. Das wollte ich jetzt natürlich auch nicht. So. So, die da oben, die kann ich eigentlich erstmal lassen. So, aber hier unten, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Denn hier unten, beziehungsweise im Moment, wir machen erstmal Folgendes. Oh mein Gott, das wird nicht reichen, glaube ich. Hier, blöder Metalldetektor, der kann weg. So, wir machen jetzt mal hier Beton, Hintergrundmauern, dass hier nichts mehr spawnt schon mal. Das ist schon mal das Wichtigste. Boah, verdammt. Okay, ich fange vielleicht mal unten an. Ja, auf jeden Fall, dass der da so eine schöne Base draus gebaut hat und meine anscheinend als Inspirierung genommen hat, das fand ich schon sau cool. Das heißt, meine Base kann ja gar nicht so ein Müll gewesen sein hier, die da rechts. Habe ich mir einfach mal so daraus abgeleitet. habe ich mir mal gegönnt, ja. So, auf jeden Fall habe ich aber, dachte ich mir, je größer das Ding wird, desto schwieriger wird es auch, das uneinnehmbar zu gestalten. Dachte ich mir so. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich das schon wieder mache. Ja? Also ich, es wird schon wieder riesig. Es wird schon wieder riesengroß hier, dieses Scheißding. Und das Problem ist, ich weiß auch nicht, das Problem ist einfach, ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das Problem beschreiben soll, irgendwie. Ich überlege mir noch, wie ich das beschreiben will. So, jetzt habe ich hier schön Beton-Hintergrundmauern. Ich weiß gar nicht. Achso, die können wir ja hier überall hinsetzen. Achso, die können wir auch stapeln, okay. Trägt nur sich selbst, stand da mal, ne? Irgendwie sowas war das. Sowas war das. Oh fuck, es wird Nacht. Nee. Oh Mann, dammit. Pass auf. Moment. Thorium-Reaktor, das hier, Strom. Ciao. Und schnell das Jetpack aus. Oh, das wird immer so schnell Nacht, das ist blöd, ey. Für sowas hätte ich echt gerne einen Baumodus oder sowas. Wo man sagen kann, hey, okay, ich baue jetzt mal eine Weile. Huch, und ich hau schon wieder mein Mikro. Ich baue jetzt mal eine Weile und ich möchte dabei nicht gestört werden. Ich möchte einfach bauen. Aber das gibt es nicht. Leider. Ist schade ein bisschen. Aber gut, was willst du machen? Ne, ist halt, wie es ist. So, jetzt halten wir uns erstmal die ganzen Kackviecher hier vom Leib. Nachdem ich da jetzt gestern ein bisschen am Farmen war und das ungefähr hier 10 Mal gemacht habe, diesen Scheiß. Habe ich ein bisschen Übung jetzt drin. Ich habe mir ein bisschen da eine neue Strategie angeeignet. Und zwar hier einfach immer am selben Punkt bleiben, immer schön nach oben rotzen. Und irgendwie, wenn ich dauernd am Feuern bin und so links und rechts, dann treffen die mich nicht. Und vor allem, die haben zwar, also die hier, die schießen zwar früher als ich, die haben eine größere Range, aber die können natürlich nicht so oft schießen. Also diese fetten grünen Kackviecher da. Die können nicht so oft schießen. Das heißt, ich weiche einmal aus und dann bin ich schon wieder... Huch, ich sollte mal Luft schnappen. Hallo. Also wie gesagt, die Range ist nicht so groß von denen. Die Range ist größer, aber die treffen mich meistens beim ersten Mal nicht. Und wenn doch, dann habe ich noch... Dann habe ich noch mein Schutz... Oh, okay, ich sollte nicht reden. Meistens habe ich noch mein Schutzschild, was mich beschützt. Aber wenn man zu blöd ist, dann natürlich nicht mehr. Dann ist das schnell weg. Mir fällt gerade ein, ich sollte mal wieder Heiltränke basteln. Und zwar ganz urgently.
Also manchmal bin ich um das Schutzschild schon sehr, sehr dankbar. Ganz ehrlich. Hätte ich das nicht, hätte ich schon sehr oft deutlich mehr auf die Fresse bekommen, glaube ich. Weil diese Zahl, diese 24, die ihr da ab und zu... diese 24, die ihr da ab und zu seht. Und das war's mit den Heiltränken. Fuck. Das ist immer so die Zahl, die das Schutzschild abhält. Und während die Zahl noch blau ist, da kriege ich noch keinen Schaden. Das ist geil. Aber das Schutzschild, das hält halt auch nicht ewig. Das hält eine gewisse Zahl an Schaden aus und das war's dann. So, nun denn, fliegen wir wieder hoch, ne? Würde ich sagen, wir bauen mal weiter. Ich könnte mir auch eigentlich hier vielleicht noch... Nee, das lassen wir stehen. Achso, ja. Jetzt. So, jetzt muss ich mir halt hier überlegen, wie ich das mache am klügsten. Auf jeden Fall kleiden wir das erstmal aus mit dem ganzen Zeug hier, ja? Dass schon mal hier nichts spawnen kann. Und dann müssen wir überall noch die Kompositmauern hinmachen. Das wird noch ein Spaß hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das machen soll. Weil einfach das Problem ist, dass ich schon wieder viel zu groß baue hier. Das ist... Ich ärgere mich da über mich selber, ja. Aber ganz ehrlich, wir bauen das. Wir machen das. Ich meine, da wäre es jetzt fast schon sinnvoller gewesen. Ich nehme doch einfach die Base links. Naja, aber... Was soll ich sagen? Ich wollte nicht die alte Base nehmen. Ich wollte was Neues bauen. Es tut mir ja leid, ne? Ich wollte einfach was Neues bauen. Da komme ich um meinetwillen nicht drum rum. Es tut mir ja leid. Es tut mir leid, dass das jetzt wieder eine Weile dauert hier. Aber es haben sich auch ein, zwei eine Baufolge mal wieder gewünscht. Oder was heißt eine Baufolge? Dass ich mal wieder baue. Und das tun wir hiermit. Für diejenigen, die da überhaupt keinen Bock drauf haben, ja gut, dann es tut mir leid, ne? Dann müsst ihr vorspulen oder so. Auf jeden Fall, wir bauen jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ich werde natürlich jetzt auch keine 20 Folgen hier am Bauen rumhängen. Da habe ich selber gar keinen Bock drauf. Zumal ich ja auch irgendwann mal die Rakete bauen will, ne? Ich meine, das juckt mich schon in den Fingern. Und ich weiß halt leider, wie gesagt, aber immer noch nicht. Leider immer noch nicht, wo ich dieses komische Herz daher bekomme. Oder diese drei Herzen oder was auch immer das war. Ja, es ist ein bisschen, da müssen wir mal noch gucken, ja. So, gleich haben wir das. Und dann haben wir auch schon fast alle Beton-Hintergrundmauern wieder verplempert. Das waren dann 700-800 Stück schon wieder an Blocks, die ich hier... Oh mein Gott. Das ist schon bitter, ey. Das ist echt schon bitter. Das ist schon wieder viel zu viel. Allein daran merkt man schon wieder, dass ich... Ach Mann, das nervt. Ups. Das nervt gerade hier ein wenig. Ich sollte mal hier mir zwischendurch so... So. Ja, ich sollte natürlich auch drauf landen, anstatt da jetzt dran vorbei zu segeln. So. Das wäre das, Leute. Jetzt kann hier nichts mehr spawnen. Nichts. Außer... Hier. Und hier unter uns, ja. Das heißt, wir werden uns jetzt hier nach links absichern. Wobei, das ist blöd hier. Das ist sehr blöd eigentlich. Warte mal. Also das hier, die Lava, die kann ich wieder lassen. Die hält sehr gut, ne? Pass auf. Warte mal. Ich brauche mal die Kompositmauern hier. Ja, die brauche ich trotzdem auch. Wir müssen davon mehr bauen, das ist, komme was wolle. So. Ja, ich weiß noch nicht, also ich baue einfach mal vor mich hin, ne? Also wenn ich totalen Müll zusammenbaue, dann, verkneift euch die Facepalm. Aber... Ich tue mein Bestes. Ich verspreche es, ja. Hallo? So, das muss zubleiben, dass das ja auch ablaufen kann. So, und jetzt müssen wir gucken halt. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also ich muss auf jeden Fall hier...
Eigentlich müsste ich da links auch noch alles wegmachen und ein bisschen auskleiden. So, ich weiß nicht, wie tief ich das machen soll, aber auf jeden Fall 3 Kompositmauern stark mache ich das Teil. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache überhaupt, ja. Ich weiß echt nicht, was ich hier mache. Warum mache ich das eigentlich? Warum baue ich das? Warum mache ich das? Das ist doch völlig sinnlos. Ach nee, warte mal, das ist nicht so sinnlos. Nee, das ist gar nicht sinnlos. Das sollte ich aber auch hier, dann sollte ich das hier wegmachen. Doch. Tut mir leid, Lava muss weg. Nur dauert das natürlich ein bisschen, bis ich das abgebaut habe. Und es ist schon wieder der halbe Tag vorbei. Ich krieg die Krise, ne? Oh, das wird wieder ein Riesenmonstrum hier an Base. Oh, wobei ich das eigentlich recht klein halten wollte. Wisst ihr was? Ich werde das noch machen, ja. Ich werde das noch schaffen. Wir werden das recht klein halten. Ich versuche es. Also ich werde nur... Das hier ist jetzt alles nur mal erstmal Außenauskleidung. Weil wir nicht wollen, dass direkt neben uns diese Kackviecher spawnen. Oh, jetzt muss ich aber aufpassen, dass hier nicht Lava plötzlich auftaucht. Oh. Das habe ich schon mal gehabt. Ich mach mal kurz hier. Quick save. Ja. Sorry, dass ich bisher nie gequicksaved habe. Ist doof, ich weiß. So, hier haben wir bis hierher haben wir hier geschützt. Das müsste auch eigentlich reichen, oder? Das müsste reichen. So, die ganze Lava, die lasse ich bewusst hier. Denn die hält nur die Mobs auf. Das ist gut. Ich mache dann mal hier eben... Gleich eben mit dem Boden hier drüben. Ich weiß gar nicht warum. So, dann zimmern wir das mal zu mit dem Hintergrund. Und ganz ehrlich, ich könnte jetzt schon wieder. Ich krieg schon die Krise, wenn ich sehe, wie viel Beton-Hintergrundmauern ich hier versemmelt habe. La 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 la. Und schon wieder sind. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich am Anfang? 1200 oder so? Und es sind alle weg. Also fast. Eigentlich könnte ich mich auch hier drüber... Naja, gut, egal. Wir gehen mal porten. Ich hoffe, ich kann ein paar bauen. So. Ah ja, guck mal hier. Da. Wir haben wieder ein bisschen Erde gesammelt. Nice. Während ich hier am Klicken bin, also ich halte eigentlich einfach nur die Maustaste gedrückt, kann ich auch ganz kurz einen Schub trinken, ne? So. Hat keiner gemerkt. Und wir haben immer noch 500 Erde. Wie viel haben wir denn jetzt? Na ja, gut, okay, da baue ich noch ein bisschen. Weil ich weiß jetzt schon, das wird nicht reichen. Ich schätze, das wird nicht reichen. Ich wollte gar nicht so viel hier drumherum bauen. Warum tue ich das? Eigentlich wollte ich viel mehr anderes Zeugs bauen. So Türmchen und so. Ich habe extra so viel schönes Zeugs vorbereitet hier. Das hier, guck mal hier. Oh, das zeige ich euch alles noch. Ich hoffe, das können wir auch alles super ausnutzen. So, hau ab. So. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Wir müssten eigentlich das hier noch viel weiter runterziehen. Guck mal, das Ding ist ja, wenn ich hier drüben bin, die dürften kaum hier spawnen. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß es halt nicht, das ist das Problem. Das Problem ist, ich kann hier, also ich muss hier zumindest mal... Oh Mann, warum tue ich das denn? Ihr wisst schon, warum ich das tue, ne? Weil ich habe nämlich folgendes Problem, wenn ich jetzt hier... Die spawnen ja nur in einem gewissen Radius von mir. So, und wenn dieser Radius nicht abgedeckt ist also zumindest hier links nach der Base hier, wo ich echt nicht will, dass die spawnen, sonst zerstören die mir ja alles, sollte ausgekleidet sein mit Beton, also mit Hintergrundbeton. Sonst zerstören die mir hier wieder alles. Ja, das machen wir. Es tut mir leid. Es muss sein. Es muss einfach sein. Es führt kein Weg dran vorbei. Und wir kriegen noch ein bisschen Kohle und Stein. Das hat ja auch so seine guten Seiten, ne? Mit dem Stein und mit der Erde können wir wieder schön Beton-Hintergrund bauen, die wir dann nachher wieder verblasen. So. Lalalala. Das muss auch mal sein hier. Das muss auch mal sein. Guck mal, wie lange habe ich schon nicht mehr gebaut, ja?
Ich habe jetzt zig Folgen, habe ich keine Ahnung was gemacht, ja. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe nur gefarmt. Gott sei Dank bin ich mal wieder am Bauen. Ganz ehrlich, Gott sei Dank bin ich mal wieder am Bauen. Das hat echt gefehlt, glaube ich. So, hier machen wir das alles mal weg. Das haben wir. So, und das machen wir auch noch weg hier. Na, komm schon. Und dann haben wir... Oh, nee. Oh, fuck off. Fuck off. So,